Hi, heute zeige ich euch, wie ihr aus ein paar kleinen Reststücken einen coolen Beistelltisch für euer Wohnzimmer bauen könnt. Viel Spaß! Als erstes schneiden wir uns an unser Reststück an die beiden äußeren Kanten einen 20 Grad Winkel an. Und das werde ich hier mit der Formatkreissäge machen, indem ich mir hier einfach den 20 Grad Winkel einstelle. Muss nicht perfekt 20 Grad sein, es geht ja da mehr um die Optik, um die Platte etwas dünner wirken zu lassen. Und wenn wir grob 20 haben, stellen wir uns noch die Breite ein und sägen los. So, jetzt wo wir die beiden 20 Grad Winkel an den beiden Seiten haben, müssen wir uns die vier Teile für den Kasten einmal hier rausschneiden und das machen wir wieder mit dem Formatkreissägentisch. Stellen uns jetzt die richtige Länge ein, die wir haben wollen und schneiden das Ganze dann einfach zu. Bevor wir das Ganze machen, müssen wir jetzt den 20 Grad Winkel einmal auf 45 Grad einstellen, damit die vier Teile dann am Ende perfekt zusammenpassen und ein schönes Quadrat ergeben. Wenn ihr die Schnitte genauso macht wie ich und am Anfang die beiden Seiten mit 20 Grad Winkeln verseht, müsst ihr darauf achten, dass ihr bei den 45 Grad Winkeln auf die Orientierung des Brettes achtet, dass wie in diesem Fall alle Winkel zur gleichen Kante zeigen. Ansonsten passt das Ganze am Ende nicht zusammen und dann müsst ihr immer von vorne anfangen. Das wäre schade. Also immer darauf achten. Als nächstes verleimen wir das Ganze und bauen dann, während das Ganze trocknet, die Beine zusammen. Ein wichtiger Tipp ist, wenn ihr solche Sachen wie hier verleimt, dass es am Ende relativ schwierig ist, in die kleinen Ecken reinzukommen. Und wenn ihr dann eine alte Zahnbürste einfach über habt, die könnt ihr dann in so einem schönen Glas Wasser lagern, so wie ich das mache. Und wenn die Zahnbürste dann nass ist, könnt ihr dann einfach den Leim innen drin mit der Zahnbürste so ein bisschen wegreiben. Dann habt ihr später nicht das Problem, dass ihr beim Schleifen nicht in die Ecken kommt. Und so eine Zahnbürste kommt mit ihren Borsten perfekt in die Ecke rein, so wie bei den Zähnen auch. Und macht euch damit das Ganze wesentlich einfacher, als wenn ihr versucht, mit dem großen Schleifgerät in so kleinen Ecken am Ende alles wegzuschleifen. Jetzt, wo der Korpus sozusagen trocknen kann, schnappen wir uns das Material für die Beine und sägen uns hier zwei Beine raus. Und das machen wir natürlich wieder an der Formatkreissäge und gehen einmal dafür rüber. Also wir haben hier ungefähr 4 cm breites Material. Das heißt, ich würde sagen, wir machen dann 2 cm breite Streifen. Und damit wir uns die mit dem Parallelanschlag raussägen können, stellen wir erstmal das Sägeblatt wieder auf 90 Grad, damit wir uns einen schönen sauberen Schnitt machen können. Und dann machen wir das Ganze mit dem Parallelanschlag und stellen uns den einfach auf 2 cm ein. Da ich den selber eingestellt habe, weiß ich, dass der auch stimmt. Den brauche ich also gar nicht. Und jetzt können wir das Ganze einfach sägen.
Jetzt, wo wir zwei schöne Streifen haben, sägen wir das Ganze wieder mit 45 Grad Winkeln zu, aber vorher schneiden wir uns die groben Längen mit dem Sägeblatt bei 90 Grad erstmal raus und sägen erst im Nachhinein dann genau passend die 45 Grad Winkel an die jeweiligen Stücke dran. Also ich habe die jetzt alle mit ein bisschen Überschnitt zurechtgesägt. Das kleinste Stück passt auf jeden Fall auch für das Maß, was wir später haben wollen. Aber wenn wir durchzählen, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teile. Für zwei Beine bräuchten wir aber 8. Und das sind definitiv keine 20 cm. Das heißt, wir sägen dann nochmal 9 Streifen. So, jetzt wo wir genug Teile haben, also 8 Stück, können wir uns das Ganze jetzt auch wieder hier am Längenanschlag einstellen. Genau die Länge, die wir haben wollen. Aber vorher, bevor wir das machen, müssen wir uns natürlich den 45 Grad Winkel wieder einstellen, damit am Ende alles auch wirklich schön zusammenpasst und das ganze Ergebnis trotz des kleinen Fehlers eben am Ende professionell aussieht. So, weil ich ein bisschen ungeduldig bin, habe ich direkt alle 4 jetzt zugeschnitten und hoffen wir mal, dass sie jetzt halbwegs passen. Beim ersten sieht es super aus und da wir mit Längenanschlag gearbeitet haben, dürften die anderen eigentlich jetzt auch alle perfekt passen und haben keinerlei Überstand und schließen schön bündig mit dem Korpus unseres Beistelltisches ab. Das heißt, als nächstes verleimen wir das Ganze jetzt noch mit den restlichen Beinteilen und damit wir das ein bisschen schneller machen als bei dem Kasten, werden wir hier noch mit Druckluftnägeln arbeiten. Aber das sehen wir gleich. So, wenn ihr euch jetzt fragt, warum hast du jetzt die Beine genagelt, aber den Korpus nicht? Die Antwort ist relativ einfach. Bei den Beinen haben wir zwei Teile, die wir niemals sehen werden. Einmal der Teil, der unten am Korpus dran sitzt und die Füße. Das heißt, hier kann ich die Nägel relativ einfach sozusagen verschwinden lassen. Und dadurch, dass ich das Ganze jetzt zusammengenagelt habe, werde ich das Ganze direkt jetzt schon schleifen, ohne dass ich es lange trocknen lasse. Und damit sind die Beine dann in 5 Minuten, denke ich, schon fertig. Die Beine sind jetzt soweit fertig geschliffen. Später nehmen wir dann die Zwingen ab, schleifen den Korpus, bringen die Beine an, ölen die Beine und dann ist der Beistelltisch auch schon fertig. Der Leim sollte soweit gut angezogen haben. Wir können also jetzt hier auch das Tape abmachen. Die Zwingen habe ich gerade schon ohne Kamera abgemacht. Das ist ja jetzt ja nicht so der super spannendste Moment. So, und wenn wir jetzt das Tape hier abgefummelt haben, was eigentlich ganz gut gehen sollte, dann können wir gleich rübergehen zum Schleifen und machen das Ganze fertig.
das ist jetzt unser fertiger Beistelltisch. Wie der dann geölt aussieht, zeige ich euch nachher bei mir zu Hause. Aber der Korpus an sich und die Form an sich ist soweit erstmal fertig. Und wenn ihr das nachbauen wollt, ist das auf jeden Fall ein relativ einfaches Projekt, was ihr an einem Nachmittag mit ein bisschen Warten auf den Leim gut über die Bühne bringen könnt. Also viel Spaß beim Nachmachen!